Hallo und herzlich willkommen zum Bautagebuch im Zen-Garten Paraguay. Und heute, Sie sehen schon, wie im letzten Video, ich bin etwas dicker gekleidet, denn wir sind hier mitten im Winter. Und noch eine Besonderheit, statistisch gesehen gibt es in Paraguay im Jahr 60 Regentage. Naja, soweit die Statistik. Aber Sie haben Glück, heute ist einer davon und man sieht, es ist einfach alles ja, ein bisschen dunkler und ja, feuchter. In der Hinsicht, da haben Sie jetzt auch mal einen schlechteren Tag in Paraguay gesehen. Wobei schlecht ist relativ. Die Temperaturen gerade sind um die 15 Grad. Aber wie wir schon im anderen Video gesagt haben, frieren heißt Temperaturunterschied. Und 15 Grad und im Sommer haben wir hier so um die 35 Grad. Das ist ein Unterschied. Und wenn man dann eben schon eine lange Zeit hier ist oder länger hier ist, ja, dann friert man tatsächlich auch bei 15 und 20 Grad. Man glaubt es gar nicht. So. Das war eine bisschen längere Einleitung und bevor ich es vergesse, wenn Ihnen das Video gefällt, Daumen hoch bitte unter dem Video anklicken, dass wir wissen, es gefällt Ihnen und das spornt uns natürlich wie immer an, das nächste Video, das nächste Bautagebuch zu drehen. Und jetzt kommen wir zu den Neuheiten im Baufortschritt. Die Nummer 1. Wir haben ja mittlerweile, sind wir in dem Stadium, dass die Innenausbauarbeiten der beiden Häuser schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind und wir uns mehr auf die Außenanlage fokussieren. Und da zeige ich Ihnen einfach ein paar Dinge, die passiert sind. Nummer 1. Wir fangen mit den Gehwegen an. Und Sie sehen, das ist der Personeneingang und ja, hier ist der Gehweg schon fertig. Man sieht es nicht so präzise auf dem Video, aber wenn man genau hinschaut, der erste Meter von der Türe ist etwa 10 cm tiefer. Und dann gibt es eine kleine Schräge und dann ist man auf dem Niveau des Zen-Gartens. Das heißt, hier ist eine kleine Schräge, das Wasser kann hier unten ablaufen und die Türe, es ist abgesperrt, also kann ich nicht aufmachen, aber die Türe schlägt nicht an. Wie soll ich es am schönsten formulieren? Die drei Bauarbeiter, die Handwerker haben sich hier wirklich lange Zeit aufgehalten, dass das wirklich im idealen Gefälle ist. Und es hat funktioniert. Und das ist eine ganz tolle Sache. Eine weitere Neuigkeit. Wir haben angefangen, unseren Carport bauen zu lassen. Das ist das gleiche Holz, was wir auch beim Kincho eingesetzt haben. Das heißt, das Holz ist sehr hochwertig. Und heißt Crepacho, heißt Quebracho, ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen richtig rausgekommen, und wird mit einer Haltbarkeit vom Hersteller ist gut, von den Leuten, die uns das verkauft und aufgebaut haben, mit 50 Jahren angegeben. Sie sehen schon, es sind drei Parkplätze auf jeder Seite, damit für jede Doppelhaushälfte ist ein Carport vorhanden. Was hier natürlich unten noch fehlt, das heißt, wir werden in dieser Woche nächste Woche, dann auch anfangen, diesen Boden hier im Carport legen zu lassen. Und ja, bei der Fläche des Carports gehe ich mal davon aus, dass man 3 Wochen plus minus damit beschäftigt ist. So, und jetzt noch ein kleiner Leckerbissen eingespielt, und zwar eine Zeitrafferaufnahme, wie wir den Parkplatz bauen haben lassen. Einfach mal ganz nett zu sehen, wie das über, ja, am Ende dann 3 Tage passiert ist. Und Sie sehen schon, es läuft hier schon. Und ich lasse Sie das jetzt einfach mal genießen in den nächsten 5 Minuten, einfach, dass Sie sehen, wie so der Aufbau vonstatten ging.
schauen wir uns an, was sich noch getan hat. Das ist nämlich nicht der einzigste Gehweg, der fertig ist. Da ist noch ein bisschen mehr Weg fertig. Und Sie sehen schon, hier die Randsteine sind gesetzt und hier bei diesem Teil ist der Weg bereits bis runter in den Garten verlegt worden. Und Sie sehen auch hier, wir haben uns hier absichtlich gegen Stufen entschieden, sondern es ist eine Schräge. Zwei Vorteile. Für Anlieferungen ist es natürlich jetzt, die LKWs können hier nicht mehr in der Haupteinfahrt rein, weil wir ja ein Tor haben. Das heißt, LKWs können hinten bei der Garteneinfahrt rein und können dann eben Waren bequem über diese Schräge in die Häuser bringen. Und viel wichtiger in Zukunft, wenn Sie als Gäste des Zen Gardens hier sind und Sie sollten nicht mehr so gut zu Fuß sein, das heißt, dass Stufen Ihnen Schwierigkeiten bereiten, dann sehen Sie, hier haben wir alles vorbereitet, dass wir eben auch Schrägen haben, wie Sie ganz einfach und gemütlich in den Gartenteil gelangen. Der Gartenteil sieht noch etwas unrund aus, aber ganz klar, der kommt, da werden wir, denke ich mal, nachdem der Carport fertig ist, werden wir mit dem Gartenteil anfangen. Und wir saßen schon über den Designentwürfen, wie wir das machen. Und ich kann Ihnen nur sagen, der wird super. Ich sage Ihnen aber noch nicht, wie im Detail. Lassen Sie sich einfach überraschen. Und jetzt gehen wir in die Häuser und ich zeige Ihnen, welchen Fortschritt wir im Innenausbau gemacht haben. So, ich stehe vor dem Haus Orchidee. Was fällt Ihnen auf? Wie war das mit dem Spiel? Suchen Sie die 10 Fehler auf dem Bild? Nein, in dem Fall suchen Sie die Fortschritte auf dem Bild. Der erste Fortschritt, Blick auf den Boden, hier ist fertig verfasst. Und das sind diese Natursteine. Und ja, dieser Teil der Steine, die haben diesen lustigen Namen Kopfweh. Aber es ist einfach so. Und das zweite, was sich hier getan hat, der Ventilator hängt. Der Ventilator ist mit Licht. Und der dritte Vorteil, unsichtbar versteckt, er funktioniert. Das ist das Größte. Ja, Sie sehen schon, die Maler haben ihre Farben schon hier unten zusammengestellt. Es ist sehr, sehr weit gediehen mit den Farben, noch nicht ganz fertig. Wir laufen einfach mal rum und ich zeige es Ihnen. Also hier fehlt noch ein Anstrich, man sieht das hier oben sehr gut. Sie sehen hinter mir, es ist hell, das ist das Licht. Ich sagte ja schon, der Elektriker ist fast fertig. Und hier, da haben wir einmal drei Lichter im Flur, im Treppenaufgang. Wir haben hier das Licht über der Küche und das Licht über dem Wohnzimmer. Das war der da draußen, das ist der da drin und das ist das Licht über dem Wohnzimmer. Sie sehen, mittlerweile können wir es richtig schön hell machen. Sie haben vorhin gesehen, ich habe das Licht von der Küche von einem anderen Schalter angemacht und hier, es gibt natürlich einmal bei der Treppe und einmal hier beim Eingang einen Schalter für das Licht der Küche. Ja, auch hier, Sie sehen, es funktioniert und jetzt ist es wieder aus. Schauen wir uns das Bad an, das Gästebad, die Gästetoilette, um sie aus. Haha, Licht! Und Sie sehen, das sieht doch schon viel, viel schöner und freundlicher aus. Hier ist fertig gestrichen, wie es aussieht. Oben fehlt noch der Lüfter, der kommt am Montag ran. Wasser funktioniert, Schubladen müssen noch reingemacht werden. Toilette ist da, die funktioniert noch nicht. Da gab es bei der Lieferung eine Schwierigkeit mit der Pumpe. Haben wir, also mit dem Teil, was in den Spülkasten reinkommt, wird am Montag oder wird die Woche ausgetauscht. Ich habe das Ersatzteil schon besorgt, deswegen weiß ich das so genau. Aber Sie sehen, eine schön große Gästetoilette. Ich gebe zu, ich finde sie fast einen Tick zu groß, aber wer wird denn da schon sich beschweren, wenn ein Raum ein bisschen größer geworden ist? Hier muss noch ein bisschen was gemacht werden. Der Elektriker ist hier mit dem Licht noch nicht. Oder warte, testen wir das doch mal. Doch, er hat es schon gemacht. Also schauen wir uns auch hier das Bad an. Und Sie sehen, auch hier, Waschbecken sind bereits drin, Licht ist drin,
Sie hören es vielleicht im Hintergrund leise, die Lüftung funktioniert. Hier kommt noch ein bisschen mehr Licht rein, keine Sorge. Und die Dusche, das weiß ich auch. Wenn man sich hinstellt und es ausprobiert, wird man nass. Sie funktioniert. Auch die Toilette geht. Also, auch hier, wir liegen in den Endzügen. Und willkommen im ersten Stock im Haus Orchidee. Die Wände waren davor auch schon letzte Woche gemalt, aber angemalt. Und Sie sehen, es werde Licht, es ist der Wahnsinn. Da hängt eine wunderschöne Lampe. Ja, der Elektriker ist schon recht weit, er ist noch nicht ganz fertig. Hier sind auch die Steckdosen schon gemacht. Und hier im Haus Orchidee sind Maler und Elektriker schon richtig, richtig weit. Also ich gehe davon aus, dass diese Woche der Elektriker auf jeden Fall und auch der Maler alles zum Abschluss bringen wird. Dann fehlt noch ein bisschen Installation, nicht mehr viel. Wenn der Installateur die Woche kommt, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Innenausbau soweit fertig. Der Küchenbauer hat sich auch, oder die Küchenbauerin, die Tina, hat sich auch angemeldet. Das heißt, Kamera stillhalten. Ja, Nina, hallo. Ja, du bist reingekommen. Ja, das haben wir gemerkt. Ja, das geht später nicht mehr, gell? So, da bin ich wieder. Ja, und auch die Tina, unsere Küchenbauerin, hat sich auch für nächste Woche angekündigt. Mit anderen Worten, Innenausbau, Küche nächste Woche. Und in den nächsten 2 Wochen, wir haben schon einiges an Möbeln, aber noch nicht alles. Der Ausbau geht richtig gut und zügig voran. Und mit der Erwartungshaltung, wir hatten ja vor 1-2 Wochen gesagt, dass wir davon ausgehen, sowas in 4 Wochen schätzen wir, dass hier der Innenausbau größtenteils fertig ist. Das werden wir auch hinbekommen. Schauen wir uns das Licht im kleinen Zimmer noch an. Wie gesagt, der Elektriker ist sehr weit. Klimaanlagen, Heizung, alles läuft. Und Sie sehen hier auch, die Wände sind unterschiedlich, in 2 unterschiedlichen Farben gestrichen. Und ja, da kommen dann auch die Betten davor. Wir sehen, das hier ist das Kopfende der beiden Betten, die hier reinkommen. Aber wie gesagt, da lassen Sie sich einfach überraschen. Sie sehen schon, einige Sachen sind auch schon hier drin, weil, wie ich schon sagte, einiges ist angeliefert worden. Und jetzt schauen wir uns auch noch das kleinere Haus an, das Haus Kolibri. Und ich zeige Ihnen, was sich da alles getan hat. Sitz, Sitz. Sie wollen gestreichelt werden, mein Schatz. Ah, ihr Süßen, ihr Süßen. So, und jetzt bin ich wieder ganz für Sie da, nachdem ihr eure Streicheleinheit bekommen habt. Ja, ja, ja. Sie sehen übrigens, heute in der Nacht ist es auch unter 15 Grad, deswegen haben wir Ihnen 2 Westchen angezogen. Haus Kolibri, auch hier, Sie sehen, der Boden ist fertig. Der Außenventilator über mir hängt auch und er funktioniert auch. Kleiner Test gefällig? Ja, bin ja auch neugierig. Licht geht. Und er dreht sich auch. Wunderbar. Schauen wir uns an, wie es innen aussieht. Auch hier das Licht an. Ventilator, Licht, es geht. Übrigens, man sieht es, also Sie sehen es nur, ich kriege gerade warme Hände, die haben wir einfach zum Testen. Die Klimaanlage angestellt, wie gesagt, die Klimaanlage kann man auch heizen und genau das probieren wir gerade hier aus und funktioniert für den Raum per se. Und hier werden wir dann gleich noch unsere Nachspeise genießen. Das sind natürlich Gartenmöbel, die werden hier nicht im Haus bleiben, ganz klar, das sind unsere Möbel, die rauskommen. Hier sehen Sie die Küche vom Haus Kolibri und Sie sehen, es ist hier bereits alles fertig. Der Elektriker war hier, alles ist angeschlossen, die Installation fertig, alle, na gut, bis auf die Küche natürlich, aber die Wandinstallation ist soweit fertig. Und ja, der Maler ist auch fertig. Der Raum ist damit für eine Abnahme geeignet. Die Woche, wie gesagt,
wollte Tina auch in die Küche vorbeikommen und dann kann sie hier im Haus Kolibri gleich mit dem Einbau der ersten Küche anfangen. Ich darf es vorwegnehmen. Also die Küche, die ich plan, wird ein U sein. Das heißt, hier hinten kommt der Kühlschrank hin, hier an der Wand hinten haben wir eine Arbeitsfläche, hier vorne ist die Kochstelle und hier gegenüber ist ein Tresen, aber der Tresen ist auf Sitzhöhe, sonst entschieden also keiner, wo Barbara hinkommt, sondern wo normale Stühle hinkommen. Da sitzt man einfach angenehmer. Vorteil, die Fläche bleibt damit, ist also, man kann einfach noch was machen. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was wir hier machen können. Also von einem Bücherregal mit ein paar Vasen drauf, einer kleinen Sitzecke, also wo man vielleicht auch Stühle neben ein kleines Bücherregal hinstellt oder vielleicht einen Esstisch. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Schauen wir uns an, wie es oben aussieht. Übrigens, natürlich, auch hier, wie ich schon sagte, Licht, alles funktioniert. Fällt Ihnen auf, dass wir unterschiedlich die Häuser einrichten? Einfach toll, weil, wie gesagt, kein Haus ist wie das andere eingerichtet. Und jetzt schauen wir uns doch mal an. Button-Weiß. Ja, auch hier, der Spiegel fehlt, den werde ich morgen noch besorgen. Ansonsten ist hier aber alles einsatzfrei. Sie hören das übrigens im Hintergrund. In dem Moment, wenn man das Deckenlicht mit anmacht, geht der Ventilator mit an. Einfach, dass hier eine Luftzirkulation stattfindet. Es kommt noch mehr Licht rein. Wie gesagt, hier über dem Waschbecken mit Spiegel integriert, mit Licht und allem drum und dran. Und dann ist das auch richtig hell alles. Wir gehen jetzt weiter. Ja, das sehr große Schlafzimmer. Auch hier Ventilator mit Licht hängt und ist einsatzbereit, genau wie die Klimaanlage. Was hier noch nächste Woche nachgerüstet wird, und zwar der Lieferant Schwierigkeiten uns die Lampen, die wir uns ausgesucht haben, zu liefern. Die haben wir erst gestern abgeholt, das heißt, die kommt nächste Woche noch hier hin. Das heißt, man kann wahlweise entweder Ventilator, das Licht unterm Ventilator anmachen, wie wir es gerade sehen, oder aber auch hier kommt eine größere Deckenlampe hin, die den ganzen Raum schön ausleuchten kann. Das heißt, gerade wenn man das hier dann als Remote-Arbeitsplatz benutzen möchte oder hier in der Sitzecke sich niederlassen möchte, so hat man mehrere Möglichkeiten, wie man das Licht einschalten möchte, um dann eben die richtigen Lichtverhältnisse für seinen Geschmack zu finden. Das war's für diese Woche gewesen. Ich hoffe, ich bin jetzt stets nicht vollständig im Dunkeln. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und Sie sehen, wie weit wir sind. Ah ja, und Sie haben auch schon erkannt, hier steht schon was drin, aufgebaut. Das Bett ist in dem Kollegenhaus, wo ich drin bin, ist ein Himmelbett, wie Sie sehen, für ein Ehepaar, für ein Pärchen gedacht. So, aber das war's wirklich für diese Woche. Hat Ihnen das Video gefallen? Wir freuen uns über einen Daumen hoch. Bitte unter dem Video einfach einmal Klick auf Daumen hoch und schon haben Sie uns eine kleine Freude gemacht und wir gehen mit dem gleichen Elan, vielleicht sogar einen Tick besser noch, nächste Woche an unser Bautagebuch an. Bis nächste Woche, Ihr Zen-Garden-Team Paraguay. Tschüss!